Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir haben dem Drachen sein Ei zurückgebracht und gucken uns jetzt hier nochmal in seinem Hort so ein bisschen um. Wir haben nämlich noch nicht alles entdecken können. Einfach weil er uns natürlich am Anfang angegriffen hatte. Er dachte, wir sind vielleicht Wilderer oder böse Zauberer. Und ja, wir konnten ihm aber beweisen, dass unsere Absichten nur gute waren. So, da müssen wir auch irgendwie hin. Hier sind nämlich noch zwei Kisten. Die hatten wir im Eifer des Gefechts übersehen, beziehungsweise mussten uns ein bisschen beeilen. Rebellion. Okay, da ist die Tür. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ja, das ist super. Da kriegen wir nochmal einen lilanen Gegenstand. Okay. Ja, da war dann nichts Besonderes mehr. Da war das erste Schlachtfeld. Da möchte ich dann doch nochmal gucken. Rebellion. Könnte nämlich sein, dass wir da vielleicht was übersehen haben. Hier sind wir ziemlich schnell durchgelaufen. Da ist noch was. War auch nur Ressourcen. Eier, eine Aschwinderin. Warte hier. Ich laufe vor. Ja, das passt jetzt natürlich nicht mehr. Komm nach, wenn es sicher ist. Das passt jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir können vielleicht direkt mit Poppy hier sprechen. Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Nein, nein, wir können los. Nein. Ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Es kann natürlich sein, dass sie uns trotzdem die ganze Zeit beobachtet haben. Und haben uns hier die Arbeit machen lassen, den Drachen aufzuspüren. Das war das vergessene Ei. Wir schauen uns mal die nächsten Aufträge an. Im Schatten der Zeit, da sollen wir nämlich Sebastian treffen. In der Nähe der Katakomben bei Feldcraft. Schön, dass wir schon alles freigeschaltet haben. Dann geht's auch recht schnell. Müssen wir nicht durch die halbe Weltgeschichte reisen. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Da ist er, der Gute. Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Stand noch was in dem Bericht des Schülers? Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Das wäre er mit ganz großer Sicherheit, ja. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren war sehr erhellend, aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte.
In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Hier werden wir wahrscheinlich auch vielleicht auf einige Untote treffen. Aber Bombarda ist da, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Komm, trink! Erstmal normale Spinnen. Komm, trink doch! Komm, trink doch! Bombarda! Und tschüss. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Die alle. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruppe. Ach, hier. Insekten. Wir sind Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Revelio. Okay. So, ach, den brauchen wir, um da hochzukommen. Vingadium Leviosa. Leviosa. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Ein Revelio. Einen total unverdächtigen Ort. Toll. Ein breiter Spiegel. Ging er schnell. Gehen wir vielleicht erstmal hier runter. Ja, obwohl. Was ist denn hier oben noch? Ach, hier. Komm, trink. Ah ja, okay. Ach, hier. Reveille. Weiß ich genau, ob wir hier schon lang sollen. Sehr gut. Okay, ist auf jeden Fall auch nochmal weiter. Gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollen. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts. Revelio. Okay, dann war das ganz gut, dass wir hier zuerst reingeschaut haben. Dann ist der andere Weg, nämlich der eigentliche Weg, der weitergeht. Weiß man ja immer nicht bei mehreren Abzweigungen. In einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Akio! Okay. Impulso! Akio, es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Akio! Bisschen Gold gesammelt. Und die Frage ist, wo sollen wir hier was auffüllen? Akio! Ah ja, wahrscheinlich hier drumherum dann.
dir beim Altar ist etwas. So. Ach hier. Vingardium Leviosa. Und das hier auch noch. Schiller-Tagebuch. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. So, das wäre das Tor. Das haben wir schon mal geöffnet. Wie kommen wir denn da oben rein? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperius-Fluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Woher die Tagebuchseiten wohl stammen? Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Ich fange da mal an. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. So, wie komme da rein? Das ist die Frage. Rebellion. Ah ja, da unten ist ja noch was. Confringo! Dann schauen wir mal, ob wir was übersehen haben. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Jo. Accio. Confringo. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Okay, wir müssen auf jeden Fall einmal runter, glaube ich. Dann versuchen wir mal hier das Feuer zu entzünden. Ja, das klappt irgendwie nicht so. Das auch nicht. Lumos. Okay, das ist aber nur der erste Teil. Wackelige Knochenbrücke steht. Revelio. Und da müssen wir wieder aufbrechen mit Depulso. Depulso. Revelio. Aha, jetzt sind wir hier. Und damit öffnet sich dann auch das Tor. Sehr gut.
Haben wir nichts übersehen. Ja, und wir können weiter. Wir sollen das Relikt finden. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Das ist aber nett. Woher kennst du denn den Imperiusfluch? Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Was bringt dieser Fluch mit sich? Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Okay, wir möchten den Fluch natürlich lernen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Okay, dann wollen wir mal. Imperio. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Confringo! Imperio! Und jetzt? Confringo! Levioso! Und tschüss. Revelio. Okay, den können wir dann also kurze Zeit rausnehmen. Da kommen wir nicht weiter. Dann wohl eher hier. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast? Ach hier. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Das hat geklappt. Weiter so. Revelio. Akir. Okay. Es ist wohl ein kleines Rätsel. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Akir. Okay, die gehen einfach nach einer Zeit wieder rein. Vielleicht Zeit anhalten. Arresto Moment, Akir. Arresto Momento. Akio. Wir gehen vielleicht erstmal in die andere Richtung. Confringo. Confringo. Revelio. Wirke Stupor auf einen Gegner. Was wäre denn Stupor nochmal? Achso, das war der Verteidigungszauber, glaube ich. Ja. Oh. Mit Stupor haben wir es nicht so. Stupor.
Okay. Das war schon mal. So, noch einer ohne Fahrschein. So. Muss wahrscheinlich erstmal der Fluch aufhören. Oder? Ach, da kommen wir so durch, okay. Rebellion. Sind wir hinter den Gräbern? Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Ach hier! Cool. Neue Tränke. Revelio. Ach hier! Ja, mehr ist hier nicht zu holen. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir versuchen, das Rätsel hier zu lösen und weiterzukommen in den Katakomben. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.